Hollywood Hills. Ist doch auch so ein Lied irgendwie. Bye bye, Hollywood Hills forever. Bye bye. Irgendwie so war es doch. Ich hab's nicht ganz im Kopf. Das sind die gleichen Boosts, die es hier oben gibt. Und die bringen natürlich genauso die 25 Münzen. Damit haben wir schon mal 50 Münzen allein dafür. Danke für den Stern, den ich mir jetzt da gleich holen werde. Was ja wirklich nicht schwer war. Den anderen Stern werde ich versuchen, dass ich den anderen... ich glaube, der nächste ist das Geheimnis der Bücher, oder? Badam! Diesen bin ich gesprungen, aber ich glaube, es hat trotzdem nichts gemacht. Ja, das Geheimnis der Bücher. Genau, das ist... Das war hier... Moment. Das war oben. Moment, das war unten. Wo man da lang muss. Ich meine für den Dingsweg, für den Trickweg, oder? War das hier? Ja, ich sehe es doch über mir. Ich muss schauen, ob das geht. Es geht... Irgendwie geht das. Ich glaube, wenn ich mich... So geht's. Okay. Dann geht es sogar noch viel einfacher, als ich gedacht habe. So löst man das Geheimnis der Bücher. Man kann auch einfach hochgehen und einen Seitwärts-Salto-Sprung machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich einen Wandsprung machen müsste an dem Geländer vom einen, aber egal. Wow, wir haben schon mal 40 Sterne. Das ist ja schon ein Drittel. Wer es glaubt. Die letzten sind ja viel, viel schwieriger und aufwendiger und nerviger und so weiter. Suche 8 rote Münzen. Ja, ich würde sagen, da können wir mal wieder unsere Lieblingsfreunde mitmachen. Und, auch genannt 100 Münzen. Ich finde es immer lustig, wenn man einen Weitsprung macht und dann wegfliegt. Komm schon, Spinne, ich werfe dir lang. Danke. Hier gibt es ja leider keinen Drehsprung. Boom, jede Menge Münzen, jede Menge Münzen, jede Menge Münzen. So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes nach unten. Aber erstmal müssen wir die Kisten jetzt zertrümmern. Die bringen auch jede Menge Münzen, auch wenn es hier wirklich kein Problem ist mit Münzen. Die schenke ich mir für einen Augenblick. Hier kommen wir auch nicht raus aus den Gittern. So, hallo. Vielen Dank für deine Münze. Okay, das hat sich ja dann relativ schnell erledigt. Dann gehen wir da rein und schauen wir weiter. Ich glaube, ich hätte wirklich Lust, mal Pokémon oder sowas zu spielen. Geht das mit so einem Emulator-Dings hier? So ein altes Pokémon. Bam! 10 Münzen für mich. Oder Pokémon Feuergrün oder wie das heißt. Ich glaube, das wäre auch mal lustig. Aber das gibt ja schon Leute, die das machen. Das sucht doch kein Mensch. Ups. Hallo, mein Freund. Huch, das war mal ein komischer Sprung. Der ging doch viel zu hoch, oder? Täuscht mich das jetzt. So, jetzt können wir wieder nach oben gehen. Weil wir ja hier alle haben. Dann können wir wieder nach oben gehen. Und schauen, dass wir weitermachen können. Manchen Fahrstuhlen kann man so Wandsprünge machen. Ich würde jetzt das hier nicht unbedingt ausprobieren müssen wollen, was weiß ich. Hier ist mal wieder Lakitu und Cheetah. Manchmal aber nicht. Manchmal ist er stur. Hey. Danke für deine Münzen. Danke für deine Münzen. Ich mag sie so gern. Vielen Dank für die Münzen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wir brauchen immer noch die roten Münzen. Das wäre ja gar kein Problem. Das wäre einfacher als sonst. Mal ein bisschen die Timer jetzt auf dem Deck. Ja.
Okay, das hat, hat wirklich nicht so hingehauen, wie ich versucht habe. Das ist das Coole an den Büchern. Wenn man drauf springt, kriegt man 5 Münzen. Aber die sind nicht dafür erforderlich, dass man es schafft. Hallo, Buß. Was sagt denn ihr zu meinem schönen Rücken? Bum, 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 bum. Aber die Bücher sind klasse. So. Rote Münzen, wo sind sie noch? Ups. Hallo, Auge. Ich hab dir eine echt drehende Geschichte zu erzählen. Da drehst du durch mit. Echt eine super Geschichte ist das. Hm. Okay, wir schauen mal hier lang. Boah. Vielen Dank für die Münze. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht gleich Big Boo auf mir auf den Hals. Das werde ich mir einfach dem übergehen, dem ich hier lang gehe. Ja, ich glaube, das wäre der letzte gewesen, der letzte Boo. Moment, es geht doch irgendwie. Ach, egal. Egal, wir schauen einfach mal weiter. Wir müssen hier noch jede Menge roten Münzen einsammeln. Wie zum Beispiel hier. Nicht hier. Hier reicht ein gekonnter Sprung aus, um auf die andere Seite zu kommen. Ich habe es mir doppelt schwer gemacht. Moment, hier müssen wir auch nicht lang. Hier ist nur das Geheimnis der Bücherrätsel. Das ist der richtige Weg. Für die Leute, die sich nicht ganz sicher sind. Mhm, die Mütze haben wir auch. Es gibt ja Leute, die machen das mit einem Sprung. Die gehen dann unten, von unten nach oben. Hallo, ich habe einen schönen Dings für dich. Wieder eine tolle Story. Die wird dich wirklich umhauen. Bam! Und in dem Fall nennt sie sich sogar Stern. Boah. Hm. Vielen Dank. Ich glaube, die blauen heilen mehr als die roten. Hey. Danke. Jetzt fehlt nur noch eine Münze. Wo waren die nochmal gleich? Hier. Wenn man nicht genug Münzen hat, kann man hier auch jederzeit... Ich frage mich mal, warum ich das ständig habe mit diesem dämlichen Dings. So. Kann man hier auch das noch aktivieren? Damit gibt es nochmal extra Münzen. Dann ist da draußen nochmal ein Buhu. Hier ist auch nochmal ein Buhu, wenn man will. Komm, Buhu. Komm her. Der ist ein ganz geheimer Buhu, der nichts sagt, nichts labern und nichts sagt, sein Bruder kommt oder was weiß ich. Und dann gibt es natürlich hier noch die letzte rote Münze. Für 131 Münzen, also hier ist es wirklich super einfach. Ich weiß nicht, wie viele Münzen es hier gibt. Ich schätze mal so um die 150 zu 100 Stück. So, ja, 150 mindestens, also weit über 150. Ich schätze mal so um die 180. Vor allem wegen den ganzen Büchern und Zeugs, die man zerstören kann. Da kommt man bestimmt auf 180, vielleicht auf 200 sogar. So, vielen Dank. Boom. Boom. Bam, 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 bam. Big Boos Balcony. Der nicht so schwierig, die Aufgabe. Wir haben die letzten beiden Stellen auch beide schon gesehen. Deine, oder wir waren schon ziemlich nah dran für beide. So, ich muss mal schauen, kann ich hier rüber jumpen? Ja, geht's. Okay. So, wir gehen jetzt wieder hier rüber. Wir wissen noch genau, wo wir waren. Wir haben nur begrenzt Zeit. Ach, Schmarrn, jetzt mache ich den anderen Stern. Egal. Mach mal den anderen zuerst. Wenn wir schon dabei sind. So, ups. Es ist super schwer zu besiegen, der Stern.
nicht der Stern zu besiegen. Bringt doch genauso viel. Das hätte doch auch 5, oder? Das hätte Münze 5 oder 2 eine blaue. Keine Ahnung. So, Auge um Auge im geheimen Raum. Das versau ich irgendwie jedes Mal, oder? Kommt mir das nur so vor. Hey, du. So hat man die früher mal besiegt. So, und jetzt fehlt noch der Big Boost Balcony. Okay, wir haben damit den letzten Stern direkt vor uns. Und der muss man auch, bis der ist super viel einfacher ist. Der eben, naja, der fordert einen geschickten Wandsprung. Das ist das, nicht einen geschickten Wandsprung, sondern ein geschicktes Können. Bam, ups. Ich bin mal wieder zu blöd. Das ist der Wandsprung, den man hier braucht. Wer zwischen bringt eine blaue Münze wirklich 5, oder? Ja, sag ich doch. Irgendwo habe ich das gelesen, dass die Roten am meisten bringen würden, aber das ist doch Schmarrn. Hallo, Bu. Hallo, Bu, komm mal bitte wieder her. Der ist auch nicht mehr viel größer als normaler Bu. Wenn ich mich nicht täusche, kommt man hier auch mit einem anderen Sprung. Ja, das ist das Nervige an dem Ding hier. Du musst nämlich da diesen dämlichen Stern einsammeln und der ist nämlich direkt auf dem Dach. Das ist einfach nur nervig. Nicht schwer, sondern nur nervig. Das ist mal wieder sowas, um schöne Spieler zu ärgern. So ein Nintendo-Ärger-Spieler. System. Das ist genauso wie manchen Super Mario Galaxy Zeugs. So, dann sind wir wieder hier oben und holen uns den Stern, bitte. Erstmal gegen eine Wand knallen. Ich weiß, dass ich das mal irgendwie anders gelöst habe. Aber nicht so. Ich weiß, ich glaube einfach einen Wandsprung und dann geht es in beide Richtungen. Das ist einfacher. Komm, Mario, stell dich nicht ganz so an. Naja, es gibt ja Marios, die sich ziemlich wenig anstellen. Also der stellt sich schon ziemlich blöd an. Wie der Schmarrn jetzt. So, danke. Mario, wie viele verschiedene Marios gibt es eigentlich? Super Marios Super Army. Boah. Das war knapp. Mann, ich stimme mich wieder total dämlich an. Okay, hier ist ein Leben drin. So, danke. Der nervigste Stern auch geschafft. Ich muss mein Headset wieder herrichten. Hinrichten, was will ich. Und 44 Sterne haben wir schon. Das geht doch recht zügig. Damit haben wir das auch abgeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Jetzt kommt das sechste Level. Sechste Level war das. Giftgrotte. Hau dir nicht den Kopf an, Mario. Nicht gegen Türen laufen. Die ist nicht verschlossen. War das die Lava-Welt? Oder war es die tiefschwarze Grotte? Egal, wir werden es erst die Lava-Welt machen. Egal, ob es jetzt ist. Ich glaube, die tiefschwarze Grotte ist das nächste. Oder? Ja, das ist das 7er. So, wir nutzen hier einfach mal den hier. Um dahin zu fliegen, wo wir hinwollen. So, komm schon, Mario, du schaffst es. Komm, höher, 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 höher. Danke.